Halb leer oder halb voll? Einen Mutmacher soll ich aufnehmen. Wie soll das gehen jetzt, wo ich selber gerade müde und mutlos bin? Dauerregen draußen wie in der letzten Woche. Klar, das ist gut für den Boden, aber nicht für meine akute Stimmung. Mein Glas fühlt sich halb leer an. Der Inzidenzwert in Iserlohn liegt immer noch nahe bei 100. Auch das natürlich besser als vor ein paar Wochen. Aber ich wünsche mir so sehr eine deutliche und schnelle Besserung der Corona-Lage. Mein Glas fühlt sich halb leer an. Homeschooling? Das ist eindeutig besser als noch im Sommer 2020. Aber es fehlt den Kindern trotzdem noch so viel für eine gute Bildung und Entwicklung. Mein Glas fühlt sich halb leer an. Wenn ich aber auf den Kalender schaue, dann weiß ich ganz schnell, dass mein Glas eigentlich jetzt weder halb leer noch halb voll ist. Nein, mein Glas ist geradezu übervoll. Denn die 12 dunkelsten Wochen des Jahres sind vorbei. Es kommen jetzt die 9 hellsten und schönsten Monate. Das macht mir Mut. Das Licht wird jeden Tag mehr. Alles wächst. Und ich weiß, das Licht des Frühlings genieße ich besonders, weil es im Winter dunkel ist. Die Wärme des Sommers kann ich deshalb genießen, weil es im Winter kalt ist. Das Leben des Sommers ist deshalb so unglaublich, weil im Winter alles buchstäblich erstarrt. Und ich bin Gott dankbar dafür, wie er die Welt geschaffen hat und lenkt. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.